Was geht ab, Leute, und willkommen zu einer weiteren Folge. Ihr wisst es schon, es steht schon im Titel. So, Plan kaufen. Oh, wieder hier so ein Rätsel. Oh, diesmal ist es so eine Art Puzzle. Das ist schön. Ich wollte gerade sagen, das sah relativ richtig aus. Ah, okay. Das müsste dann... Dann kann man ja überall einfach einmal austesten. Und wenn es dann irgendwann klappt, dann weißt du, dass es richtig ist. BTF. Okay, auf jeden Fall ist das das. So, dann hätten wir das schon mal. Dann müsste hier irgendwo dieses Blumending sein. Nein. Ah, es waren die Streifen der Sonne. Wo ist das? Ah, da ist das. Okay. Perfekt. Dann ist das da. Das ist dann... Da. Dann ist das hier. WTF. Hä, keiner weiß, wo es ist, hingehört. Oh, das haben wir gar nicht gesehen, dass das das sein soll. Die Stücke sind auch, da sieht es kleiner aus als in echt. Etienne testet nur aus. Sieht so richtig aus. Ja, hier, ja, das hat man voll gesehen. Punkte, nice. Und ein Tipp kostet 1000, das ist ja mal extremst. Oh, was ist das jetzt? Oh, wir sind fertig mit der Stufe. Yay, yay. Anfang der Folge und wir sind fertig. Mein neuer Status, Architekt. Was macht der? Okay, gut. Das reicht für ein Thumbnail. So, weiter geht's. Ja, ich hab's verstanden. Ich hab's verstanden. Dankeschön. Die Schriften der Götter. Weiter geht's. Nämlich die Schriften der Götter. Kapitel, die Schriften der Götter. So, Level spielen. Was ist das denn jetzt? Baracken. Oh, okay. Ich hoffe, ich werde nicht mehr als 10 Minuten dafür brauchen. Ist ja auch so, kriegt man jetzt eigentlich mehr Zeit oder hat man immer dieselbe Anzahl von Zeit? So, an sich weiß ich das nämlich gar nicht. Was ist das hier? Irgendwas. Man weiß nicht was. Ich werde es gleich herausfinden. Empfehlenswert wäre es hier erstmal weiterzumachen, ohne sich darauf zu konzentrieren. Sozusagen ist nämlich sozusagen. Das Doofe ist, wenn man M sagt im Unterricht, also während man drangenommen wird, und dann
ausschweift auf empfehlenswert, damit man sich nicht, damit M nicht so bescheuert ist. Und dann sagen die, ja, was ist denn empfehlenswert? Nichts. Das Wetter ist schön. Jeder, der es weiß, Insider, leider. Na, das war doof. Auf jeden Fall kein Typ mehr, der singt. Das ist schon mal gut. Schon mal eine Verbesserung zu den vorigen Teilen. Ach, komm schon. So. Perfekt, dann haben wir da auch das Ding weg. Schon mal gut. Was ist das denn jetzt? Ah, das ist so eine Art Rollwagen. Ach so. Das ist gut. Interessant. Das ist ziemlich nice. Darauf wäre ich nicht gekommen. Aber ist das nicht eher so ein Römer jetzt gewesen? Keiner weiß genau, ist nichts. So, das sieht so aus, als würde ich das gleich fertig haben. Und wir haben nicht lange gebraucht. Vielleicht gerade mal 2 Minuten. Und dann steht da gleich Orison, nee, wie heißt der? Keine Ahnung. Oder irgendein anderer von diesen eingespeicherten Menschen hat dann das irgendwie in ein paar Sekunden geschafft. Ist die Frage, sind das dann einfach nur irgendwelche Zeiten, die irgendwer festgelegt hat? Oder sind das die Programmierer, die selbst gespielt haben, dann irgendeinen Namen dafür eingegeben haben? Keiner weiß es. Also so, dass es halt auch machbar ist, ne? Weil es wäre schon doof, wenn die da irgendeine Zeit eintragen und es ist nicht möglich, die zu knacken. Das wäre ja schon etwas doof an sich. Ich meine, warum sollte man sie sonst da hinschreiben? Aber diese Teile sind schon... Nice. Fertig. Dachte er. Hier unten sind ja noch jede Menge. Die habe ich gar nicht gesehen. Das ist ja sehr komisch. Immer wenn dieses Yeah kommt, habe ich das Gefühl, jemand ruft mich. Das ist komplett komisch. So. Jetzt aber fertig, oder? Nice. Diese Folge wird sehr kurz. Mit 9 Minuten, sag ich dann mal. Haut rein, Leute. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao. Hey, Leute. Und willkommen zurück zu diesem Spiel. Ihr kennt es aus dem Titel. Und ja, da muss ich nicht jedes Mal wiederholen, bei was für ein Spiel wir sind. Theoretisch muss ich auch nicht willkommen zurück sagen, sondern einfach nur Moin. Ihr wisst schon, alles klar. Das sind jetzt 2 Ketten, dann könnte ich einfach das hier nehmen und das Boom machen, aber das haben wir nicht als Dings. Nein, mache ich nicht, das wäre doof. Aber ich könnte das hier nehmen einfach. Ist die Frage, war es jetzt eine gute Entscheidung oder war es eine schlechte?
Wir sind Level 25, Leute. Mein Ziel ist fast erreicht, so in etwa. Ich habe noch gar nicht nachgeguckt, was für eine Trophäe wir bekommen haben. Da war nämlich zwischendurch irgendwo, ich glaube, vor zwei Folgen war dann, haben wir irgendwas bekommen. Und es ist da reingehuscht. Gleich mal gucken, also nach der Folge, wo, nach dem, Quatsch, nach dem Level, was das war. Ob das irgendwas Wichtiges war oder so. Weil nach diesem Level kriegen wir ja sogar noch eine Trophäe. Wenn nicht, spiele ich weit. Weil es gibt ja eine Trophäe für 25 Folgen, 25 hier Level in Folge zu spielen. Ich weiß, es ist eine heftige, es ist eigentlich eine Trophäe, die einem nur zeigt, dass man süchtig ist. So, also für die Leute, die das nicht wirklich erzielen wollen, sondern die einfach spielen und dann merken auf einmal, oh, ich habe eine Trophäe bekommen. Oh, wofür denn? Oh, 25 Level in Folge spielen, ohne das Spiel ausgemacht zu haben. Oh, da spiele ich ja ganz schön viel. Dann sollte ich vielleicht den Laptop oder PC oder wie auch immer ausmachen. Weil sie sagen sich, oh, gibt's dann davon noch eine weitere für 50 Level in Folge? Und dann spielen sie weiter. Das werde ich auch gleich mal gucken. Aber ich glaube, ich werde nicht weiterspielen. Das wäre mir zu viel. So. Das ist echt... gerade. Ich habe mir das mal erlaubt gerade. So. Ich hab zu oft gerade gesagt. Ja. Nerv nicht rum. Lol. Okay. Das hätte ich nicht machen sollen. Ich hätte hier irgendwas lösen sollen. Hier sowas zum Beispiel, damit das runterrutscht dann. Und damit ich dann... Ja, wow, das hat's jetzt vollgebracht, sagte er. Kaum meckert man, passiert das, was man will. Ah. Da ist ja auch noch... Oh, Mist. Das habe ich nicht gesehen. Das ist doof. Und das ist auf der anderen Seite auch. Naja, das ist ja doof. Gar nicht drauf geachtet, shit. Und wir sind leider schon so weit.
Ja, es bringt auch total viel, was ich hier gerade mache. Weil die Zeit läuft davon. Ich sehe schon, wir verlieren, werden ein Leben verlieren. Ich will aber kein Leben verlieren. Ich will das schaffen. Wenn ich das verkacke, dann spiele ich nicht weiter. Das ist nicht fair. Shit. Mist, 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 Mist. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Nein, 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 nein. Boah. Leute. Vor allem nacheinander gewonnen. Das bedeutet, hätte ich das jetzt verloren, dann hätten wir diese Auszeichnung gar nicht bekommen. Dann hätte ich nochmal 25 Level spielen müssen hintereinander und die gewinnen müssen. Puh. Du hast 200.000 Punkte gesammelt. Damit hast du den Turniermodus freigeschaltet. Schlage die Bestzeit, um Medaillen zu gewinnen, um deine Stadt zu erweitern. Erweitern, auch das noch. Ist ja nicht so, als wäre ich schon groß genug. Aber wie viel Bonusgeld kriegen wir? 164, nice. So, jetzt gucken wir mal hier. Was wir alles bekommen haben. Wir haben den bekommen hier. Oh, und wir haben Bäcker und alles Mögliche. So. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen dieser ganzen Folgen. Ich hoffe, es war nicht zu extrem lame. Und wenn, dann hättet ihr eh abgeschaltet, also... Würde ich sagen, ich gehe hier jetzt Menü, Turnier wurde jetzt freigeschaltet. Hier sind die Sachen, die wir schon haben, die schon haben wir. Und dann vielen Dank fürs Zuschauen bei Cradle of Egypt. Nächste Folge geht's dann weiter, aber nicht heute. Heute nehme ich das nicht auf. Haut rein, Leute, und ciao.